Wenn man sie noch alle einweiht, dann hat man gesagt, was kann man denn für sportliche Höhepunkte mit ins Programm reinnehmen an diesem Wochenende der Einweihung. Und das eine war das Handballspiel und das zweite war natürlich der Gedanke, da sind so wunderschöne Außenanlagen entstanden. Also versuchen wir doch über diesen Weg etwas zu tun und die Leichtathletik im Bad Langensalza zu präsentieren. Und insofern lag es mir am Herzen, mit dazu beizutragen, dass ein Meeting, welches für unsere Stadt wichtig sein kann, welches unsere Region auch nach außen hin bekannt macht, zu unterstützen. Das ist so großartig gewesen. Der Georg Ackermann hat damals die 8,14 Meter gleich gesprungen. Ein zweiter hat 8 Meter gesprungen, sodass wir gesagt haben, also das machen wir weiter. ...1996, Volker Ehmann, der mit 8,17 Meter das erste Mal uns bewusst gemacht hat, dass jemand nicht begreifen kann, wie weit er eigentlich springt. Er hat eine Bestleistung von 7,85 vorher gehabt, den habe ich einen Tag vorher angerufen. Willst du springen? Ja, will ich. Kam, sprang 8,17. Natürlich gab es die Fragen von vielen Zuschauern, von vielen Leichtathletik-Experten, wieso springen die bei euch so weit? Das ging sogar so weit, dass sehr bekannte Moderatoren von Eurosport bei einer anderen Veranstaltung behauptet haben, dass ja die Anlaufbahn im Bad Langensalza doch immer leicht bergab geht. Und witzigerweise, im nächsten Jahr fand der Wettkampf auf der Gegenanlage statt. Und wieder ist der Sieger 8,35 gesprungen, glaube ich, sodass wir also den Eurosport-Moderatoren sagen können, also jetzt sind sie bergauf gesprungen und trotzdem springen sie immer noch so weit. Dann haben wir sehr, sehr viele Landesrekord, heißt im zweistelligen Bereich Landesrekorde. Weitestgehend haben wir begonnen, glaube ich, mit afrikanischen Landesrekorden. Victoria hat damals international noch keine Bedeutung gehabt. Er kam zu uns und sprang dann ein bisschen zu meinem Bedauern, weil ich da gerade mein bestes Ergebnis erzielt hatte und eigentlich auch mal gewinnen wollte, sprang er mit 8,46 Afrika-Rekord. In der unvergleichlichen Atmosphäre von Langensalza war er 17 cm weiter gesprungen als je zuvor. Getrieben hat ihn dazu der Lokalmatador. Im Salzerpark legte Konstantin Krause gestern den Wettkampf seines Lebens hin. Von 6 Sprüngen brachte er 5 über 8 Meter. Bereits im zweiten Versuch landete der Mann aus Bad Langensalza bei 8,21 Meter. Damit dürfte er für die WM in Athen alles klar gemacht haben. Wir haben damals lange um Beckford gekämpft. Und dann war er Stammgast bei uns. Ich kam dann in diese Pension rein und sah die beiden Springer James Beckford und Jack Touré im Swimmingpool Aqua-Jogging zu machen. Das hat mich so ein bisschen an das heutige Thermalbad in Bad Langensalza erinnert. Und joggten da drin und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für eine Vorbereitung? Es schien die richtige zu sein. Der in Orlando lebende Jamaikaner verbesserte dreimal die Jahresweltbestweite. Nach 8,44 Meter und 8,52 Meter schaffte er im letzten Versuch 8,60 Meter. Das war ein absolutes Highlight. Das hat uns auch weltweit Renommee für die Veranstaltung noch mal zusätzlich gegeben. Die Zuschauer und wir haben selber auch gemerkt, der Bursche landet wirklich am Ende der Grube. Ich habe ihn gefragt, ob er denn Angst hat, dass er mal auf die Steinkante springt. Und da ich mich ja so gut vorbereitet habe, habe ich auch gleich die Antwort schon vorbereitet und bin davon ausgegangen, dass er sagt, ja, es ist schon ganz schön gefährlich. Ich springe zwar gerne weit, aber es wird ganz schön knapp am Ende. Und habe das den Zuschauern auch so auf Deutsch, nachdem er mir Englisch geantwortet habe, bekannt gegeben. Nicht wissend, dass einige Zuschauer doch besser Englisch sprechen konnten als ich. Und mir dann gesagt haben, Hardy, das war zwar sehr interessant, was du erzählt hast, aber was der James erzählt hat, war was anderes. Er hat nämlich gesagt, es ist ein total geiles Gefühl, so weit in die Kurve reinzufliegen und das macht eigentlich Riesenspaß. Bei den 8,60 Meter hatten die Zuschauer das Gefühl gehabt, auch die Grube wäre eigentlich zu kurz. Wir haben der Sache nachgegeben und haben dann gesagt, gut,
Also wenn wir einen Weltrekord hier haben wollen, dann muss er ja 9 Meter sein. Und da machen wir eben die Grube um 1 Meter länger. Mit dem Ergebnis, dass wir im folgenden Jahr 1 Meter unter dem Weltrekord lagen. Und das war die einzige schlechte Siegerleistung, die wir in Bad Langensalza hatten. Für mich war jedes Jahr eigentlich das Faszinierende, die Sportler hautnah erleben zu dürfen, direkt an der Grube zu stehen und einfach zu erleben, wie bei den Sportlern auch der Funke über das Publikum übergesprungen ist. Und die Musik macht das ja dann auch immer noch mit. Er verstärkt diese ganze Sache noch, wenn er seine eigene Musik mitbringt und die Zuschauer gehen dann voll ab und alle gehen ab und er geht selber auch ab und reißt dann so ein Ding da raus. Das ist Wahnsinn. Und dann stellen sich die Nackenhaare automatisch hoch, Gänsehaut entwickelt sich und man wird praktisch durch einen Sog von Menschen und diesen Tunneleffekt reingezogen und es bleibt einem nichts anderes übrig, als so weit wie möglich zu springen. Na also, es geht auch weiter. Es ist das beste Spezialmeeting der Welt, mit Abstand. Es kommt die allerbeste Stimmung auf, egal ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Die Zuschauer sind immer dabei. Dann gab es die Idee, warum nicht mal die Frauen ins Boot holen. Und das haben wir dann 1999 auch getan. Haben da das erste Weitsprung-Meeting auch für Frauen eröffnet. Die Zuschauer waren begeistert. Susan Dietke, die hat lange Zeit den Rekord bei uns gehalten. Und hat damit auch die Qualifikation für Olympiade und Weltmeisterschaft erreicht. Wie schon im Vorjahr hieß damit die Siegerin von Bad Langensalza, Susanne Tietke. Dann kam der Rekord von Karin May, die den Rekord auf 6,92 Meter geschraubt hat. Durch Bianca Kappler ist der Rekord der Frauen schon mal gebrochen worden, leider mit Windunterstützung. 6,97 Meter, das wäre neue Jahresweltbestleistung gewesen, wenn der Rückenwind nicht zu sehr geholfen hätte. Trotzdem, das sind die Momente, die die Zuschauer im Salzer Park sehen wollen. So ein bisschen ganz geheim bin ich auch immer noch der beste Deutsche dort, wobei der Christian Reif weitergesprungen ist, aber da hat ein bisschen zu viel Wind geblasen. Optimale Verhältnisse für den Springer bedeutet, dass er möglichst keinen Wind vor die Brust bekommt. Das heißt, Rückenwind ist schon sehr angenehm. Und so ist es in den letzten Jahren eigentlich fast jedes Jahr vorgekommen, dass wir die Tribünen an der falschen Seite hatten. Dort höre ich immer wieder denselben Satz von meinem Vater, der dann sagt, Konstantin, müssen wir wirklich die Tribüne auf die andere Seite tragen? Und die Antwort heißt, ja, wir müssen dieses Teil auf die andere Seite tragen. Kurz vor dem Wettkampf räumten die Langensalza wieder mal um und stellten die Anlage in den richtigen Wind, den von hinten, und dabei halfen selbst die Athleten mit. Es ist halt so ein familiäres Meeting hier, wo man dann, glaube ich, auch keine Scheu hat. Man sieht, dass alle irgendwie anpacken und was machen, was man halt auch mitmacht. Ne? Das ist ja auch das Besondere von dem Meeting, dass die Athleten vom Flughafen abgeholt werden, höchstpersönlich, meistens nur mit einem Fahrzeug und dann mal eben nach München oder nach Berlin, hauptsächlich aber zum Frankfurter Flughafen und dann ruckzuck ist man mal eben fast bei 9000 Kilometern, die da mal so 6 Fahrer in den paar Tagen oder fast eine Woche zurücklegen. Christian, den seht ihr jetzt gar nicht, doch der Start. Christian Gärtner. Wenn alle Ehrenamtler und ehrenamtlich Tätigen, die es nicht mitgetragen hätten, wäre es niemals zu diesem Erfolg gekommen. Wenn es meinen Vater nicht gegeben hätte und wenn mein Vater diese Veranstaltung nicht initiiert hätte, wenn er nicht 10 Jahre lang Meetingdirektor gewesen wäre, jeden, der die Stadt betreten hat und sie wieder verlassen wollte, nicht darum gebeten hat, auch seinen Anteil an dieser Veranstaltung, sprich auch Geld und Initiative und es zumindest mal weiterzutragen, ihm das mit ins Buch geschrieben hätte oder ihm das Geld auch abgenommen hätte, wäre das Meeting wie viele andere Meetings übrigens in den letzten 19, 20 Jahren, würde es nicht mehr geben. Und so haben sich viele um dieses Meeting verdient gemacht, die auch außerhalb der Familie sich eingebracht haben in einer Art und Weise, die bemerkenswert ist. Das sind alles Leute, die eine kleine Klatsche haben, die so verrückt sind wie wir.
Wenn man in einer abendlichen Runde mit den Weitspringern zusammensitzt, wenn man da ein wenig über Regionen spricht und wenn man dann hört, dass man sagt, nach Bad Langensalza kommen wir gern. Und die Frage stellt, warum? Weil die Organisation klappt, weil hier ein Podium da ist, wo man sich als Weitspringer wohlfühlt. Ich hatte noch nie was von Bad Langensalza gehört, aber jetzt werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Das hier ist mein Lieblingswettbewerb, eine tolle Anlage, die Leute unterstützen dich super und ich werde deshalb immer wieder gerne herkommen. Und es ist uns ja immerhin gelungen, dann einen der, ich würde sagen, den Protagonisten des Meetings zum Bürger von Bad Langensalza sozusagen zu machen, denn James Beckford ist ja dann 2002 nach Bad Langensalza gezogen. Wir hatten ihn damals hier eine Wohnung eingerichtet, das ist richtig, und zwar im ehemaligen Schloss Trüburg. Da hat er eine Zeit lang gewohnt, hat ja in Erfurt trainiert, ist ja von Konstantin Krause betreut worden. Wir haben dann später erlebt, dass die Athleten uns angefragt haben, ob sie kommen können. Und für mich war ein Höhepunkt, dass der Weltrekordler Mike Powell einfach angefragt hat. Mike Powell, der Star, fühlte sich wohl in Bad Langensalza. Es ist schön hier. Ich mag die kleinen Städte, wo man näher an den Menschen ist. Dieses Gemütliche mag ich. Natürlich trieben die weitsprungbegeisterten Einheimischen ein paar passende Schuhe für Mike Powell auf, in Größe 46. James Beckford schien nicht ganz glauben zu können, dass der Weitsprungrentner doch springen wollte. Er machte ernst. Der fröhlichste Weitspringer, den die Welt je gesehen hatte, sprang nach 4 Jahren wieder weit. 6,38 Meter weit. Und der Jubel darüber wirkte euphorischer als bei den 8-Meter-Sätzen, die danach folgten. In unserem Versammlungsraum finden dann alljährlich die Pressekonferenzen 2 Tage vor diesem Weitsprung-Meeting statt. Dann werden natürlich auch die anwesenden Sponsoren gefragt, gibt es denn einen Tipp? Und ich habe dann den Mut gehabt zu sagen, der Christian Reif springt 8,38. Es ist erstmal die Location, es ist kein großes Stadion und trotzdem werden sehr große Weiten erzielt. Meine Ziele für 2013, die habe ich schon ganz klar definiert. Ich möchte den deutschen Bad Langensalza-Rekord von Konstantin, der bei 8,27 liegt, möchte ich verbessern. Ich möchte den Hattrick als erster deutscher Weitspringer 3-mal in Folge Bad Langensalza gewinnen. Und ich möchte den Zuschauern natürlich eine ganz tolle Show bieten. Zu den Protagonisten des Meetings gehört mit Sicherheit Nils Winter, der Rekordteilnehmer des Weitsprung-Meetings. Eigentlich kurz vor dem Abschluss seiner Karriere gewesen und kam dann nach Bad Langensalza, um sozusagen nochmal zu versuchen, ob irgendetwas geht und im Weitsprung nochmal etwas geht. Damit ich vielleicht diesen Schritt nochmal wage, wirklich voll als Profi weitspringen zu können. Und damit war mit diesen 7,82, die ich ja im 6. Versuch in Bad Langensalza gesprungen bin, war auf jeden Fall die Grundlage dafür gelegt. Ich kann mich erinnern, dass Hardy Krause, der als Sprecher für mich zuständig war, vom Sprung irgendwie noch eine Wette laufen hatte, wenn irgendwas passiert, dann würde er jetzt ein Bier auf Ex trinken. Diese Wette hat er verloren, als ich dann am Anlauf stand, hat er nur gesagt, wenn Nils Winter jetzt auch noch über 8 Meter springt, dann trinke ich noch ein Bier auf Ex. Ja, ich hatte mein Problem gerade erkannt mit meiner Zwischenmarke, bin einen Fuß vorgegangen, abgesprungen, 8,5 Meter gesprungen und Hardy musste noch ein Bier auf Ex springen und ich bin wieder im 6. Versuch bei Langensalza sehr weit gesprungen. Das war ein sehr schönes Ereignis. Einer der Höhepunkte war, dass wir die Bürgermeister der Region gebeten haben, doch bei diesem Meeting mitzumachen und nicht nur einfach Gast zu sein, sondern auch zu springen. Da kommt das Schmunzeln, deshalb, weil eigentlich, ich glaube, der Weitsprung nicht unbedingt zu den Disziplinen gehörten, die ich früher als Leistungssportler mal geliebt oder gemacht habe. Aber das war nicht schlimm, die Freude und der Spaß der Athleten war schon sehr groß gewesen in diesem Wettkampf. Ja, und ansonsten gibt es ja noch ein Meeting vor dem Meeting,
Das ist der Sportverein Empor Bad Langensalza. Mit dem haben wir ein Kindermeeting entwickelt. Und das immer unter prominenter Führung. Und einer der prominentesten war Christian Schenk, bekannterweise der Olympiasieger im Zehnkampf. Viele andere Geschichten, dass Athleten zur Abendveranstaltung nicht da waren, in ein anderes Restaurant gegangen sind, dort auf unsere Kosten gespeist haben und die Rechnung dann geschickt haben. Kofi Bra, der einen nagelneuen Bus, den Mühlhauser Berg, in eine parkende Automenge hineinparkte. Und ein Sponsor hat allen Athletinnen und auch Athleten ein Körbchen gegeben mit vielen Kosmetikartikeln. Und dort meldet sich dann Kofi Bra, muss man dazu sagen, Kohlrabenschwarz, ein Deutscher und Berliner. Und er meldete sich und hat gesagt, das Meeting ist wunderbar, toll, es ist ein Weltklasse-Meeting, ich bin über 8 Meter gesprungen, ich bin glücklich und ich bedanke mich auch nochmal für die Bräunungscreme. Wir haben den rumänischen Springer Bogdan Taros einladen wollen, damals Weltklasse-Springer. Und es gab aber noch einen anderen rumänischen Springer, der hieß Bogdan Tudor. In meinem E-Mail-Verkehr glaubte ich immer mit Bogdan Taros zu sprechen. Hatte aber dann feststellen müssen, in einem seltsamen Meeting-Tag, als wir sie präsentiert haben, die Springer, dass aus der Ferne sah ich ihn kommen, Bogdan Tudor des Weges kam und ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Du hast die ganze Zeit mit dem falschen Kerl gesprochen. Ich freue mich schon auf die silberne Hochzeit des Weitsprung-Meetings. Auf das 25-Jährige und dann blicken wir mal auf das 30-Jährige. Ich bin da frohe Hoffnung. Wir stehen in dieser Region weiter fest für dieses Meeting und werden auch die nächsten Jahre nicht ablassen, dieses Meeting hier zu installieren, zu behalten und letztendlich auch das, was über viele Jahre erfolgreich gemacht worden ist, weiter fortzuführen. Schauen wir mal, was das 20. bringt und schauen wir mal, ob und wie ein 21. dann aussieht. And you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, and you really wanna show. If you're happy and you know, clap your hands.